Shalom, das habe ich hier in der Hand, das hebräische Wort. Friede sei mit euch. Es gibt in dem Johannesevangelium eine schöne Geschichte. Da wird davon erzählt, dass die Jüngerinnen und Jünger kurz nach der Kreuzigung Jesu zusammensitzen in einem Haus hinter verschlossenen Türen ängstlich. Sie haben zwar von Maria von Magdala gehört, dass ihr der auferstandene Jesus leibhaftig begegnet sein soll, aber wer kann denn sowas schon glauben? Und dann tritt Jesus mitten in den Raum plötzlich vor die Jüngerinnen und Jünger und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Natürlich ergreift die Menschen damals eine ganz große Freude. Und dann sagt Jesus noch einmal, Friede sei mit euch. Und er haucht die Jüngerinnen und Jünger an und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Das ist auch eine schöne Pfingstgeschichte. Und diese Geschichte, die haben wir heute bei einem ökumenischen Gottesdienst in einem Seniorenwohnheim erzählt. Nach vielen, vielen Wochen durften wir dort wieder einen Gottesdienst halten. Natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Wir mussten alle, Bewohner, Bewohnerinnen und auch wir, eine Maske tragen und in weitem Abstand voneinander diesen Gottesdienst miteinander feiern. Und trotzdem war das ein ganz schönes Erlebnis. Und besonders schön war der Teil, den wir normalerweise in jedem Gottesdienst haben und auf den wir auch in diesem Gottesdienst nicht verzichten wollten, nämlich der Friedensgruß. Normalerweise gehen wir dann zu jedem Einzelnen hin und reichen einander die Hand und sagen, Friede sei mit dir. Das ging natürlich heute so nicht und deswegen haben wir fröhlich gewinkt und allen Friede sei mit euch gewünscht. Und dann sah man tatsächlich, wie hinter den Masken ein Lächeln erschien und die Augen aufleuchteten. Und das hat mir das Herz geöffnet. Das war ein ganz besonderer Moment. Der Heilige Geist, der lässt sich nicht aufhalten. Er weht, wo er will, und er dringt auch durch verschlossene Türen, um uns zu stärken mit seiner Kraft. Heute hat er in diesem Seniorenwohnheim geweht. Morgen haucht er vielleicht dich an und sagt zu dir, Friede sei mit dir.